Ja, hallo zu einem weiteren Farmvlog von mir. Heute sind wir am Gruppern. Da haben wir einen Acker, wo gestern noch Sojabohne gestanden ist. Die haben wir gestern droschen. Und heute wird das Feld gruppert und der Begrünung ausgebracht. Das schaut bei uns so aus. Ich habe einen relativ schmalen Gruppener. Passt nicht ganz zum Traktor, wie man sieht, aber es funktioniert. Ich mache da zwei Streifen, in der Mitte lasse ich einen Stein. Und bei dem Streifen, den man da sieht, in der Mitte, da wird dann gesät. Ich habe dann Strahrer aufgebaut, einen APV. Der strahlt ungefähr 6 Meter. Das passt dann ungefähr, oder zwischen 6 und 8 Meter. Ja, dann habe ich eine schöne Überlappung. Dann komme ich mit der Begrünung überall hin. Kurz zur Sojabohne. Habe ich heuer das erste Mal probiert. Muss sagen, hat ganz gut funktioniert. Beim Pflanzenschutz haben wir natürlich ein bisschen erkundigen müssen. Dann hat es einmal reingeregnet. Aber es hat funktioniert. Vom Ertrag her liegen wir irgendwo bei gute 3.500 Kilo am Hektar. Wie man sieht, ist da auch noch ein bisschen was am Boden. Niedergeführt, ein bisschen ins Lager gegangen. Ja, also es wäre noch mehr drinnen gewesen. Aber ich sage einmal 3.500 Kilo, das passt. Ja, zur Begrünung. Wir sind da eine Zwarermischung, Buchweizen und dann Rettich. Zur Begrünung muss ich sagen, machen wir jetzt seit ein paar Jahren, kann ich nichts Negatives sagen, eigentlich nur Positives. Überall dort, wo wir eine Begrünung haben und das nächste Jahr drauf, haben wir dann meistens ein Mais oder eigentlich immer Mais. Sind die schönsten Bestände. Das muss man ganz klar sagen. Also Bodenauflockerung, Stickstoffbindung, die Bodenstruktur ist einfach genial. Allein schon vom Gruppern her, die Felder sind viel gleichmäßiger, nicht so wie beim Pflügen. Du hast eine bessere Durchmischung wie mit dem Pflug, weil beim Pflug vergrobst das ja. Ja, also gefällt mir ganz gut. Begrünung, Gruppern und das Jahr drauf passt eigentlich. Ja, nochmal kurz zur Technik. Vorne tue ich mit dem 115er Profi, vorne haben wir Frontgewicht drauf. Und der Grupper ist ein Knoche mit 11 Herzscharen. Bearbeiten da mal ungefähr 20 cm tief, also so wie beim Pflügen täten. APV-Streuer drauf für die Begrünung. Ja. Vom Grupper her könnt ihr ruhig um 2 Herzscharen mehr haben. Also es würde sich vom Traktor her noch ausgehen. Viel mehr dann aber nicht, weil einfach unsere Böden, so wie man da sieht, sind sehr lehmig, also die halten schön zurück. Also das könnte auch noch trockener sein beim Gruppern. Aber er sagt für Nachmittag Regen, dafür wird das heute noch gemacht, dass das erledigt ist. Ja, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ja, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da. Abonniert fleißig und man sieht sich beim nächsten Vlog oder beim nächsten Video. Tschüss!